Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder zurück bei Final Fantasy X-2. Und heute, ich bin ein bisschen aufgeregt, werden wir es versuchen, in den Endkampf zu gehen gegen Vergnagan. Und da stehen uns noch so einige Bosskämpfe bevor. Und ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon auf Anhieb schaffen werden. Ich habe keine Ahnung, weil ich diesen Part noch nie gespielt habe. Ab jetzt bin ich quasi komplett blind und ich weiß nicht, was passieren wird. Wir werden es aber sehen. Es geht auf jeden Fall jetzt erstmal los und ich muss mich jetzt erstmal entscheiden, wo wir in die Löcher hineinspringen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir können in Bisade, in Pilica, in Diose, Zabbevel oder in der stillen Ebene abspringen. Und der kürzeste Weg oder der unkomplizierteste Weg ist über Zabbevel. Ob es jetzt der leichteste ist, glaube ich eher weniger. Aber und es wäre ein Elixier, was ich bekommen würde. Ich werde auf jeden Fall. Ich werde in Zabbevel abspringen. Und dann werden wir mal gucken. Und ich habe irgendwie ein bisschen Schiss. Ich habe ehrlich gesagt ganz schön Schiss. Und ja, weil es das allererste Mal ist, dass ich hier ab und dort abspringe. Drückt mir die Daumen, wir werden sehen, wie es funktioniert. Und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Ja. Wir werden in Zabbevel abspringen. Are you really going in? Ja. Ich habe ja Gott sei Dank gespeichert. Spearhunter Team go in. Friendly, mate. Ja, was denn jetzt? Ja, was sind wir jetzt eigentlich? What are we called now? Ja, was sind wir denn jetzt? Ja. Gut, Shinra hat recht. Ist es überhaupt ein. Ist es überhaupt von Belang? Okay. Seriously? I'm so moved. At any rate, let's go. The Gullwing's last mission. Let's do it. Hey, 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 none of this last mission business. You hear? For me, it probably won't. Was machen Rico und Pain da? Be careful. We're just going to talk after all. Ja, das wird, glaube ich, nicht nur plaudern sein. Save the definitiv huggy nicht. For your triumphant return. Yes. Hug, hug, hug. Hug, hug, hug. Hey, look what the boys thought of. That's right. Was denn jetzt noch? Spannt uns doch jetzt nicht so auf die Folter. Go, go, go! Was? Go Wings! Oh nein! It's time, Go Wings! Let's rock! Oh Mann, ey, so ein Herren. Oh Gott! Warum machen die da so eine Heckmeck draus? Ich möchte es eigentlich hinter mich bringen. Ich hab Schiss. Oh Mann. Legen wir los. Oh Gott. Ich hab Angst. Wenn wir jetzt in andere Löcher gesprungen wären, dann würden uns jetzt quasi Rätsel erwarten. Aber. Und einige starke Gegner. Es kommen definitiv starke Gegner. Ich habe. Oh Gott. Okay. Wo sind wir? Okay.
Ich kenne diesen Ort überhaupt gar nicht. Achso, ich kann mich bewegen. Okay, gut. Und diese ganzen Plattformen hinter und rum uns herum, das sind quasi die Löcher, in denen man reingeht, wenn man jetzt in Visei Kilika Diose oder auf der stillen Ebene einsteigt. So, und ich habe ja gesagt, dass ich ein kleines bisschen geübt habe. Ich habe zumindest, und ich habe mir auch noch ein bisschen was, ich habe mir ein bisschen was dazu genommen, sag ich's jetzt mal so. Ich habe mir, der Esse ist weg, okay, sehr schön. Ich habe mir eine kleine Hilfestellung geholt. Ich habe ein kleines bisschen geschummelt, wenn man es so sehen möchte. Eigentlich ist es auch kein Schummeln, denn dieser Angriff ist immer immun, verdammt. Okay, wartet mal. Dann legen wir doch mal jetzt anders los. Tanat? Oh Gott, no. Was ist das? Ach du Heilige. Okay. Ach du Heimatland. Was wird das? Ich habe mir einen kleinen, also es gibt ja die Möglichkeit, bestimmte Parameter zu ercheaten, würde ich es jetzt mal so nennen. Und ich habe mir jetzt, ich sag mal, ich habe von allen Kostümen, die ich so habe, die, die... Ach du meine Güte, ey, der ist aber auch... Ist er wenigstens gegen dunkle Macht anfällig? Na, wenigstens gegen etwas. Ich habe mir dort sämtliche Abilities quasi angeeignet. Wenn man so sagen möchte. Wir waren jetzt bei einigen Kostümen jetzt natürlich noch gar nicht so weit. Das weiß ich auch. Aber ich dachte, das wäre auf jeden Fall... Scheibenkleister, ey. Gott! Komm schon. Geh down, geh down, geh down. Ich brauche eine Phönixfeder für Yuna. Weil jetzt so viel trainieren, da wäre ich ja noch morgen nicht fertig. Oder sonst wann. Ich versuche es jetzt erstmal hier mit dunkler Macht, den hier zu erledigen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie stark der ist. Ich hoffe, der ist jetzt... Oh, jawohl. Hey. Okay, das werden harte Kämpfe. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das war auch absehbar, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wie gesagt, ich habe alle Abilities quasi einmal hochgepusht mit einem einzigen kleinen Cheat, damit wir hier es ein kleines bisschen leichter haben im Kampf. Wir sind auf jeden Fall im richtigen Level. Da sind wir auf jeden Fall gut mit dabei gegen Vatnagon. Jetzt müssen wir es quasi nur noch schaffen, ihn zu erledigen. Und ich glaube, das wird schon hart genug werden. Aber ich nehme das Ganze hier jetzt auch noch ein wenig fürs Training. Obwohl diese Areshma, glaube ich, werde ich aussetzen. Weil, gut, der hat nur... Der ist nur gegen physische Attacken immun. Ach du meine Güte, was ist das hier? Okay. Okay. Die dunkle Shiva. Der erste Bossgegner. Na, großartig. Oh no. Oh, da geht's ja schon richtig los. Okay. Die dunkle Shiva. Ich muss hier auf jeden Fall mit
im schwarzen Magier. Warte mal. Kann ich hier... ich brauche definitiv einen Schwarzmagier. Und... ja, ich lasse Pain bei dunkler Magie. Also bei den dunklen Ritter. So. Oh Gott. Die schwarze Shiva, das ist schon echt eine Herausforderung. Was ist der... nee, ist es nicht der letzte. Es ist... es fehlt noch Magrak und Duck. Als Bestias, die wir noch nicht erlegt haben. Aber das müssen wir irgendwie hinkriegen. Wartet mal. Feuriger. So. Okay, der Himmelszorn. Ja, klar, das war die Attacke hier so. Komm her. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal gleich gucken, wie stark ist eigentlich Shiva. Ach, hier. 14.800. Okay. Wir haben schon einiges gut abgezogen von ihr. Definitiv. Oh no. Diamantenstaub. Oh. Ich brauche auf jeden Fall... oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn irgendeiner überlebt, brauche ich Mega-Phönix. Nur präventiv. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Shiva schon so früh kommt. Okay, boah, haben alle überlebt. Sehr gut. Das war auch gerade nur rein präventiv gewesen. Gut, als nächstes brauche ich Mega-Potion. So. Oh no. Jetzt hätte ich doch eine Phönix... Phönixfeder brauchen können. Na toll. Oh, Shiva schon erledigt. Boah, okay. Ah. Mache ich mir ein bisschen zu viele Sorgen? So von dem... von der Stärke her? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Okay, Yuna hat auf jeden Fall keine Punkte bekommen, aber das war mir jetzt eigentlich relativ egal. Ich brauche jetzt erstmal eine Phönixfeder, so, und einmal Mega Potion. Ihr seht auch, ich habe von allen, ich habe auch alle Items hochgepusht. Das war auf jeden Fall notwendig, denke ich mal. So, ich mache jetzt hier einen anderen Speicherpunkt auf. Denn sollte ich es nicht schaffen, kann ich hier wieder anfangen und ich kann nochmal trainieren. Dann werdet ihr davon nämlich nichts mitbekommen, dass ich hier gefailt habe. Well, well. Okay, weiter geht's. So. Da ist auch schon eine... Kiste. Was haben wir hier drin? Wahrscheinlich das Elixier. Genau. So, der nächste Gegner sehe ich schon. Das sind Magrak und Duck. Das Magus-Trio. Aber ich finde es gut, dass wir auf jeden Fall nach dem ersten... nach der ersten schwarzen Bestia hier einen Sicherungspunkt bekommen haben. Das gibt uns ein kleines bisschen Sicherheit. Och nö! Auch die jetzt schon wieder hier. Nee, das sind andere. Das sind jetzt andere. Ja, klar, natürlich. Todesurteil. Aber davon könnt ihr nicht. Davon werdet ihr nicht viel haben. Dafür werdet ihr definitiv nicht viel haben. Einfache physische Attacken, die helfen Gott sei Dank dagegen sehr gut. Komm schon. Ah, gut. Pain. We've got bigger fish to fry.
musste doch jetzt kein Todesurteil erleiden. Gott sei Dank. So. Als... Okay, hier geht's weiter mit... Rack, Mack, also Rack, Mack, Rack und Duck. So, meine Güte. Das ist nämlich die nächste Plattform. Und, ach so, Anima fehlt ja auch noch. Die werden wir dann auch noch erledigen müssen. Und Anima ist dann quasi der Vorendgegner.